Was verraten deine Essgewohnheiten über deine Flirt-Skills? Er hat verschiedene Sachen geschrieben, zum Beispiel den Steppenwolf oder Siddhartha. Er hat auch den Nobelpreis gewonnen. Cool! Meine Geschichte beginnt zu einer Zeit, wo ich etwa 10 Jahre alt bin. Die andere Welt indessen begann schon mitten in unserem eigenen Hause und war völlig anders. Geschichten von Einbrüchen, Totschlägen, Selbstmorden. Er hieß Max Demian. Nichts auf der Welt ist dem Menschen mehr zuwider, als den Weg zu gehen, der ihn zu sich selber führt.